Einen wundervollen guten Morgen. Heute ist der 11. April 2018, 7 Uhr. Ich bereits schon wieder im Office. Ja, also irgendwann reicht es auch mal. Gestern noch irgendwie bis 11 Uhr, glaube ich, das Video geschnitten, ja, hochgeladen und ja, dann um 5:30 schon wieder aufgestanden heute Morgen, damit ich dann stramm hier um 7 Uhr im Office auflaufen kann. Ja. Ich mache dann morgens im Hotel meistens noch so meine E-Mails. Sonst komme ich irgendwie nicht im Fahrt, keine Ahnung. Kaffee machen, E-Mails machen und dann eben auf hier ins Büro. Noch vorher, habt ihr gerade gesehen, die Schnitte holen. Ja, kostet übrigens hier 10 Hongkong-Dollar, was ungefähr 1 Euro macht. Also wirklich sehr leistbar, hätte ich beinahe gesagt. Genau, so sieht es aktuell aus. Heute wird ein relativ ruhiger Tag, glaube ich. Wir werden heute wahrscheinlich den ganzen Tag hier sein. Ich habe noch viele, viele Dinge zu erledigen, so Backoffice-Bereich, also wenig spektakuläres Zeugs. Aber ich denke, dass wir noch einige ganz gute Infos hier raushauen können heute. Was ich gestern komplett rausgeschnitten habe, war die Vorstellung unseres Events. Wir machen ja in Guangzhou einen Händlerstammtisch und auch hier in Hongkong einen Händlerstammtisch. Die Links hierzu, die packe ich unten drunter in die Videobeschreibung, so dass ihr euch da dann direkt anmelden könnt, wenn ihr natürlich in China seid, beziehungsweise in Hongkong seid. Das heißt, alle, die das jetzt sehen und in Hongkong zur Canton Fair oder zur Electronic Fair hier sind, die sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Der Ralf ist da, ich bin da, die Dorothy wird da sein und wir werden sicherlich einige spannende Themen dann nochmal auf den Tisch bringen. Und der Ralf sagt, wir müssen was verlosen. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas verlosen wir ganz bestimmt. Es wird bestimmt nichts Unspektakuläres werden. Genau. Und wenn jemand weiß, wer solche Events sponsoren möchte, der kann sich bei mir melden. Wenn ich Sponsoren finde, dann werden natürlich die verlosten Geschenke deutlich größer. Mein Videosetup ist hier gerade aufgebaut. Hier steht meine Kamera. Hier auf dem Karton steht mein iPad. Mit den entsprechenden Notes, die ich mir gemacht habe. Ich mache immer nur eigentlich so Stichworte, was ich erzählen will. Merkt man wahrscheinlich auch in den Videos, dass ich manchmal struggle und nicht weiß, was ich sagen soll, weil ich mache mir nicht den kompletten Text, den ich ablese, sondern tatsächlich nur Stichpunkte, die ich dann einfach runterrassel, so wie es mir gerade dann ins Hirn schießt. Genau, jetzt setze ich mich hier hin und werde dann so ein bisschen den Blur-Background da hinten haben in dem Video. Heute geht es um, warum du WeChat brauchst, wenn du mit chinesischen Suppliern effektiv kommunizieren möchtest, und meine 5 Gründe, warum du gar nicht um dieses Chat-Tool drumherum kommst. Wann dieses Video live gehen wird, habe ich noch keine Ahnung. Irgendwann die nächsten Wochen. Also ich rekorde jetzt den Content hier aus dem Büro vor. Also nicht wundern, wenn ihr immer das gleiche Setup seht, auch wenn ich bereits schon zurück in Deutschland bin. So, ich muss ran. Bis dann. Tschüss. So, Video ist abgedreht. Heute habe ich nur eins geschafft. Es ist jetzt auch, glaube ich, schon genau 9:30. Die Kollegen kommen gleich. Das ist der Vorteil. Wenn ich jetzt hier so um 7 Uhr anfange, dann bin ich quasi bis 9:30 allein und kann so ein bisschen mein Zeug machen. Und das ist echt ganz gut. Kann hier auch im Büro recorden. Aber sobald dann der Ralf und die Dorothy hier am Start sind, dann geht das halt nicht mehr. Und das ist echt optimal. Also, ich fange um 7, ja, manchmal sogar um 6:30 an, mache meine E-Mails, ja, und dann haue ich die Videos noch raus. Und wenn die beiden dann kommen, dann bin ich quasi mit dem Gröbsten schon durch, also mit dem, was ich unbedingt dann erledigen möchte. Und dann können wir hier ins Tagesgeschäft gehen. So, letztes Jahr hatte ich ja das Interview mit dem Daniel, das verlinke ich hier oben nochmal. Der Daniel ist mein Quality Inspector in China gewesen. Dieses Jahr würde ich ganz gerne die Dorothy interviewen. Die Dorothy ist hier in Hongkong und the Head of Sourcing. Dorothy hat unglaublich viel Erfahrung. Sie kann auch innerhalb von Minuten durch ein Telefonat und durch 2 E-Mails herausfinden, ob ein Hersteller überhaupt in der Lage ist, ein Produkt zu fertigen, in der Qualität, wie wir es brauchen, oder nicht. Ich bewundere sie da sehr viel. Also ich kann das nicht, ne? Aber ja, liegt da vielleicht daran, die Dorothy spricht 3 Sprachen. Sie spricht perfekt Englisch, Kantonisch und Mandarin. Ja, und hat natürlich auch extrem viel Berufserfahrung genau in diesem Bereich. Wenn ihr Fragen habt an die Dorothy,
dann am besten hier direkt unten in den Kommentar und wir können das dann in dem Interview thematisieren. Ich freue mich sehr drauf. Du, Ralf, was machst du gerade? Ich mache gerade Sample Consolidation. Okay, was ist das? Sample Consolidation ist eigentlich ganz einfach. Wir sammeln halt die Samples hier, also auch von Kunden, die jetzt nicht mit uns sourcen, aber vielleicht später mal. Ja. Die lassen die Samples hierher schicken von China mit den größtenteils mit den SF-Kurier, das ist der größte chinesische Kurierdienst, die schicken auch nach Hongkong. Und dann, kannst du dir mal angucken hier, letztendlich hier haben wir zum Beispiel vier, ich suche hier gerade noch eins, dann wird das alles zusammengepackt in einer Kiste. Das bedeutet, diese ganze Umverpackung, das wird alles noch entfernt, da spart man richtig noch viel Platz, richtig Volumen. Dann muss das alles für einen Kunden sein. Genau, das ist für einen Kunden. In dem Fall, für den Kunden lohnt sich das richtig. Es lohnt sich eigentlich schon ab 2 Samples. Ne? Und dann können wir das dann entweder mit UPS rausschicken oder mit der Hongkong Post. Hongkong Post ist meistens ein bisschen günstiger, gerade wenn die Sachen sehr leicht sind, 500 Gramm. Aber so, das ist ja schon ein bisschen schwerer. So ab 3-4 Kilo macht das du UPS kaum Unterschiede. Filme schnell verdeckt. Schneide ich raus. Genau. Ich muss nur die Seite ändern. Ja, genau. Und dann sage ich dem Kunden Bescheid, gebe den 2 Preise, entweder UPS oder Hongkong Post. Manchmal sind die Unterschiede groß, also wenn es 500 Gramm ist, dann ist Hongkong Post irgendwie 8 Euro Porto oder 10 Euro Porto, weil die ja nach Realgewicht berechnen und UPS ist dann eben um die 40 Euro. Aber bei 3 oder 4 Kilo, wenn das Volumen nicht allzu groß ist, macht das wenig Unterschied. Und ich habe es ja letztens schon gesagt, mit UPS geht das dann super schnell. Also wir deklarieren es auch als Sample mit entsprechendem Warenwert, was halt ein Sample nicht überschreiten darf. Was ja auch viele nicht wissen in Deutschland, die Grenze bei Samples ist 50 Euro pro Warengruppe. Und man könnte bis zu 5 Warengruppen gleichzeitig, bis zu 5 Warengruppen gleichzeitig einführen mit jeweils 50 Euro. Das bedeutet im Idealfall, gut, der wird natürlich nie erreicht, bis zu 250 Euro sind abgabenfrei für Samples. Aber nur wenn es wirklich 5 verschiedene Warengruppen ist und wirklich rein zufälligerweise der Preis für ein Sample jeweils 50 Euro beträgt. Wird als Sample-Warenmuster deklariert. Das kriegen die Chinesen nicht hin. Die Chinesen geben es an einen Agent, der schreibt da einfach mal pauschal 100 Dollar drauf, weil der chinesische Zoll, also habe ich gehört, das ist jetzt nicht eine ganz sichere Information, die wollen immer so eine Art Mindestpauschale haben, dass die wenigstens ein bisschen was beim Export verdienen. Nur das Problem ist, wenn 100 Dollar draufsteht, das ist ja über 22 Euro, dann wird es automatisiert verzollt, im schlimmsten Fall sogar automatisiert Post verzollt. Das bedeutet, man bezahlt auf diese 100 Dollar, wie viel Euro sind das momentan, 85 Euro oder was, auf diese 85 Euro 19%, dann nochmal die, weiß ich nicht, 3-4% Zoll und dann, jetzt kommt dann noch so eine Art Post Abwicklungspauschale, oder? Das müsste um die 20, 25 Euro sein. Das bedeutet, die Samples, da hat man vielleicht nur 30 Dollar beim Lieferanten bezahlt. Dann zahlt man beim Lieferanten noch die hohen Versandkosten, die nach Volumengewicht berechnet wird, oder schlimmstenfalls bei mehreren Lieferanten. Und dann zahlt man noch für jede Sendung über 20 Dollar oder Euro in dem Fall Postverzollungspauschale, nennen die das, glaube ich. Und das entfällt eben alles bei uns, wenn wir das machen. Ja, bei uns wird das entsprechend deklariert, dass keine Abgaben anfallen und sollte UPS oder die Post doch mal nach Dokumenten fragen, dann werden die eben eingereicht und dann wird es eben entsprechend freigestellt und da fällt dann auch keine zusätzliche Pauschale oder Vorlageprovision oder so ab. Die würde UPS auch kassieren, wenn das irgendwie 2000 Euro oder so sind. Ne? Also kann der Kunde viel Geld sparen. Für uns ist es ein gewisser Aufwand, weil wir müssen jedes Sample registrieren, auch was die teilweise beim Erhalt gekostet haben, weil einige Kunden, die zahlen das Porto direkt an den Lieferanten. Aber manchmal ist es so, dass die Samples auch kostenfrei sind und dann lohnt sich das nicht, da noch 5 Euro zu überweisen und es hat auch nicht jeder Lieferant PayPal. In dem Fall ist es dann so, dass wir dann Collect per Driver bezahlen. Das bedeutet, der Kurier schickt uns am Monatsende eine Rechnung
und was die Pakete immer halt gekostet haben. Da steht natürlich bei jedem Paket drauf. Und wir schicken den Kunden dann eben eine Rechnung. Ne? Das ist eigentlich ganz einfach. Da steht dann drauf, was haben wir immer halt von China bezahlt und was hat der Versand nach Deutschland gekostet. Und natürlich unsere Gebühr, die wirklich extrem niedrig ist. Also wir nehmen da immer nur noch so eine Grundpauschale von 15 Euro für eine Sendung. Eine Sendung, nicht ein Sample. Können ja hier zum Beispiel in so einem Paket auch zwei, drei Samples sein. Sind ja vielleicht hier insgesamt 15 Produkte, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann für jedes weitere nur 5 Euro. Also es ist eigentlich aus unserer Sicht eigentlich nur so eine Art Promotion-Produkt, weil der Kunde sich dann natürlich später dran erinnert und dann auch noch im Kopf hat, was wir sonst noch so für Services anbieten. Also kann ich eigentlich auch nur jeden anderen Dienstleistungsunternehmen empfehlen, so zu arbeiten, dass man nicht mit jeder Dienstleistung gleich den extremen Gewinn machen muss, sondern einfach, ja, einfach halt sich da zufriedene Kunden aufbaut, die dann später auf andere Dienstleistungen zurückgreifen, weil die uns eben schon kennen. MOQ1200个的价格，明白吗？因为确实是非常非常低的数量，然后这个客人也是很麻烦。OK。So, also, Dorothy, sag das noch mal. Enkelinka. 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 In anderen Ländern heißt das Angelika und ist ein Vorname. Voll süß. Ich spreche das aber mehr osteuropäisch aus und nicht irgendwie Chinesisch oder Hongkong-Chinesisch. Aber trotzdem lustig. Das ist super. Because, but I believe Syrius' girlfriend will be jealous, you know. But the problem now, you know, so many exhibitions in Hong Kong in April, and the hotel price is very, very expensive. So. Ja, wir hatten gerade Ticketbesprechung, das heißt, wir sind alle Fälle einmal durchgegangen. Machen wir grundsätzlich einmal die Woche, dass jeder, der sich da mit diesen Produkten beschäftigt, auch dann den gleichen Informationsstand hat. Genau, dauert meistens so eine Stunde. Ja, je nachdem, wie viele Tickets anliegen und vor allen Dingen, wie kompliziert denn die Produkte am Ende des Tages sind. Ne? Heute waren wir, glaube ich, mit 40 Minuten durch, relativ schnell. Genau, so, aber war wieder sehr produktiv, das Meeting. So, der Stammtisch zur Canton Fair 2018. Gerade auf Facebook die Veranstaltung live gestellt. Canton Fair Phase 2 2018 kann man sich jetzt schon direkt anmelden. Am 26.04. um 20 Uhr geht's los. 20 Uhr Ortszeit. 20 Uhr Ortszeit, Bei ja. dem einen oder anderen wird vielleicht noch 14 Uhr angezeigt, der jetzt noch in Deutschland ist. Ne, genau. Bei Das ist denen, wirklich die um 20 Uhr. geht also wirklich um 20 Uhr los, nicht erst nachmittags, wenn ihr also in Deutschland seid und ihr habt dann eben MEZ, mitteleuropäische Sommerzeit haben wir ja mittlerweile, dann steht bei euch jetzt 14 Uhr. Stimmt nicht, wenn ihr in China seid, geht es dann erst um 20 Uhr los. Relativ einfach zu finden, also wer in China zur Canton Fair ist, der muss unbedingt kommen. Der legendäre E-Commerce-Stammtisch organisiert diesmal von Ralf. Nein, von Ralf hat es immer organisiert, aber ich bin diesmal auch dabei. Und ja, wir freuen uns auf euer Kommen. Genau, das war auch die letzte Aktion, die ich heute durchführe. Jetzt ist Schluss, ist schon wieder Viertel nach sieben, also 15 Uhr, nee, 19:15 Uhr. Ich kann mich schon gar nicht mehr konzentrieren. Es war heute wieder ein langer, harter Tag. Telefoniert, bis der Arzt kommt. Und genau, jetzt muss ich das Video noch schneiden. Ich bin raus. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Okay.